Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den 6 Anna x Alina Adventkalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Adventskalender befindet sich Schmuck von 6. Der designt wurde von Anna und Alina. Ich kenne die beiden nicht. Ich weiß es nicht. Muss man die kennen? Schreibt mir das gerne mal. Ich habe die vorher noch nicht so gesehen. Und mit 24 Giftboxes, also mit 24 Geschenkverpackungen, was ich auch sehr interessant finde. Oder das bedeutet einfach nur, dass es die Boxen sind, in denen sich die Produkte befinden. Denn das hier ist ein Boxen-Adventskalender. Genau. Ja, eine Farbe konnte man sich nicht aussuchen. Das haben die beiden halt so entschieden. Und ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Preis habe ich euch eingeblendet. Und los geht's. Praktisch ist, dass man diesen Deckel einfach, wo halt draufsteht, was theoretisch mal drin war, entsorgen könnte und dass man einfach das so, wie es ist, weiterverwenden kann, weil hier hinten steht einfach mal nichts drauf, was ich cool finde. Und dann kann man diese Umverpackung nehmen, diese durchsichtige, die drum machen und dann so halt weiter verschenken. Das finde ich echt cool. Super leicht bei Schmuck und wir beginnen jetzt einfach mal mit der Nummer 1. Ach, guck mal, das ist zweilagig. Ja klar, muss ja auch, ne? Ach, guck an. Ja gut, das öffnet sich hier echt süß. Und da haben wir hier so ein Ansteckvieh. Ist das ein Pin? Oh, das ist ein Ohrring. Doch, das ist ein Ohrring. Eine Schneeflocke. Ist schon hübsch. Aber eine? Es ist jetzt bei Ohrringen, wenn du zwei drin hast, immer nur eins pro Kläppchen drin. Das finde ich irgendwie mau. Würde aber rechtfertigen, weswegen dieser Adventskalender halt irgendwie nur seine 35 oder 40 Euro gekostet hat. Ah, okay. Die Nummer 2. Gut, und diese Schächtelchen, die kannst du so dann weiterverwenden, um kleine Sachen reinzumachen. Zum Beispiel einen Ampullen- oder ein Parfüm-Adventskalender. Man weiß es nicht. Und hier drin befindet sich ein Irrkaff in Gold. Das finde ich hübsch, das finde ich schön, das gefällt mir und das trage ich in letzter Zeit auch echt öfters. Sodass das eine gute Geschichte sein könnte. Die Öffnung erscheint mir ein bisschen klein für meine Riesenohren, ne? Also ob ich da mein Ohrläppchen oder, ne Quatsch, mein Ohr hier oben durchgewuselt bekomme, müssen wir mal gucken. Aber süß finde ich ihn auf jeden Fall. Ich glaube, der Adventskalender ist auch eigentlich eher so für Jüngere, oder? Ich weiß es nicht. Die Nummer 3 haben wir hier. Hier drin befindet sich wieder ein Ohrring. Und das finde ich jetzt aber blöd. Stell dir das mal vor. Ich meine, das haben wir jetzt ja auch. In der 1 hattest du einen Ohrring und dann wartest du jetzt mal gucken, wie lange darauf, den zweiten Ohrring zu kriegen. Das ist ja fast schon wie beim Fassido-Socken-Adventskalender, wo du dann auch immer wieder auf deinen zweiten Socken warten darfst. Leute, das finde ich jetzt aber beim Schmuck-Adventskalender echt blöd, ne? Naja, das ist halt so ein Ohrring, wo man halt sein Ohr durchklipst, ne? Der ist auch schön schlicht, der gefällt mir, den finde ich hübsch. Muss ich nur gucken, aber das sieht schon so aus, als würde ich mein Ohrläppchen da reinkriegen, weil meine Ohrläppchen halt doch etwas größer sind, ne? Was nicht schlimm ist, das ist halt einfach so. Die Nummer 4 haben wir hier. Ja, hier haben wir wieder einen Perlenohrring. Wieder ist gut, hier haben wir wieder einen Ohrring. Leute, ihr habt hier Ohrringe drin, ne? Also wenn ihr keine Ohrlöcher habt, dann ist das kein Adventskalender, über den ihr euch freuen würdet oder über den sich jemand freuen würde, der keine Ohrlöcher hat. Also achtet auf euer Umfeld, ob überhaupt die Menschen Ohrlöcher haben. Das ist ein kleiner Perlenohrring, den ich auf jeden Fall behalten werde, weil ich sowas sehr, sehr gerne und sehr häufig trage. Es ist auch sehr, sehr praktisch, aber eine. Gut, was soll ich sagen? Ich bin ja auch ein asymmetrischer Mensch. Ich habe ja auch zum Beispiel auf dieser Seite zwei Ohrlöcher und auf dem nur eins. Also von daher kann es auch durchaus sein, dass es Menschen gibt, die nur ein Ohrloch haben. Für mich wäre dieser Perlenohrring auch tatsächlich dafür da, um ihn hier oben zu tragen. Dementsprechend brauche ich auch nur einen. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen witzig. 5. Das ist der Tag vor Nikolaus. Die befindet sich hier. Wir haben hier einen Irrkaff drin und dieses Mal ist es ein silberner und der ist halt von der Form her genauso wie der goldene, den wir eben hatten. Jo. So, jetzt kommen wir zu Nikolaus, zu der Nummer 6. Das befindet sich bei 6 höchstwahrscheinlich, ne? Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Wir haben hier unseren zweiten Ohrring drin, was ich ja schön finde. Und zwar der silberne zum Klipsen. Ja, waren nur 2 Tage dazwischen, dass wir warten mussten, aber immerhin warten wir noch nicht so lange auf den silbernen Ohrring wie auf den Schneeflockenohrring, der ja in der 1 drin war. So, 7 haben wir hier oben.
Hier oben vor allem. Ja, haben wir jetzt hier. Das ist oben links in der Ecke gewesen, ne? Jetzt haben wir wieder die Schneeflocke. Sehr gut. Wir haben zwei Schneeflockenohrringe. Das ist doch nett. Ich meine, die sehen hübsch aus, ne? Definitiv. Das sind halt Ohrstecker. So, die Nummer 8 haben wir hier. Yay, hier haben wir mal zwei Ohrringe drin. Und zwar sind das so roséfarbene Glitzerohrringe. Das sind auch wieder Stecker. Die finde ich auch ganz hübsch, ne? Die würde ich mir auch tatsächlich für mein zweites Ohrloch nehmen. Die Nummer 9. Das ist aber frech, ne? Hier hast du schon zwei Löcher drin und machst nur einen Ohrring rein. Und der ist nicht mal sonderlich schön. Ja gut, das ist ein goldener Ohrring und der hat so Glitzersteinchen drauf und funkelt so vor sich hin. Ist ganz niedlich. Ich wusste gar nicht, dass hier so viele Ohrringe dann drin sind. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da... Ich glaube, da war kein Bild abgebildet, ne? Weil wir haben jetzt ja nur Produkte für die Ohren hier mit bei. Nur. So, jetzt kommen wir in den zweistelligen Bereich zu der Nummer 10. Und das befindet sich tatsächlich auch auf der zweiten Ebene. Leider ist es dann kein Adventskalender, wo man die Sachen dann drin lassen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Okay, jetzt haben wir direkt dahinterher den zweiten Ohrring dazu. Das haben sie jetzt mal gut gemacht, ne? Dass das dann direkt danach mit dabei ist. Ich warte immer noch auf meinen zweiten Perlenohrring tatsächlich. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 11. Die ist hier. Hier haben wir auch wieder einen einzelnen Ohrring drin. Das ist ein Ohrstecker. Den mag ich aber sehr gerne leiden. Das ist ein silberner und das ist so ein runterhängender Ohrring quasi mit einem zweiten Ring darunter. Und das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ja. Ist halt recht leicht. Die Nummer 12 ist die Halbzeit und die ist ganz schön groß und dick. Hier haben wir eine Kette drin. Ja, sehr schön. Da haben wir doch auch drauf gewartet, oder? Ja, qualitativ ist die okay. Ich drehe die mal eben richtig, damit man auch den Anhänger richtig sehen kann. Weil die sich leider schon verdreht hat. Die ist schon total verdreht hier drin, Leute. So, das sieht so ein bisschen nach einem Stern aus, aber auch irgendwie ein bisschen nach Edelweiß. Und das hier ist eine sehr, sehr lange Kette. Denn wir sehen ja hier vorne schon, dass es zweilagig ist, doppellagig. Und hier hinten sehen wir dann das ganze Ausmaß der Kette. Also sie ist doch relativ lang, ne? Aber eine silberfarbene Kette. Fühlt sich jetzt aber nicht unbedingt hochwertig an, weil ich mag das zum Beispiel bei Ketten nicht so ultra gerne, wenn die hier so starr sind. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Das ist halt, ne, man sieht es wahrscheinlich, wenn die jetzt so hängt, dass sie auch so ein bisschen absteht. Genau, da verfangen sich bei mir meine Haare halt sehr, sehr schnell drin. Mecker, Mecker, Mecker. Entschuldigung. 13 haben wir hier. Okay. Die hatten wir eben schon in Silber und jetzt gibt es das Ganze hier nochmal in Gold. Das ist einfach ein Ohrring. Genau. Wo ich aufpassen muss, dass meine Ohrläppchen durchpassen, weil sie doch etwas voluminöser sind. Die Nummer 14 haben wir hier. Okay, hier haben wir den zweiten Ohrring zu diesem Ring-Duo, nenne ich es jetzt einfach mal, in Silber. Die Nummer 15. Ui, das ist ein Ring und der scheint, dadurch, dass er halt offen ist, etwas größenverstellbarer zu sein. Und der sieht wirklich riesengroß aus. Wir haben einen Mond und einen Stern abgebildet, was ich super schön finde. Und ich mag ja solche Ringe, habe ich ja hier auch tatsächlich den von Goody Do mit den Pfötchen und hier von Yoga Junkies auch mit der Feder. Das ist eine tolle Geschichte. Ich habe ja wirklich Wurstfinger, ne? Es tut mir leid, aber er passt bei mir auf meinen Ringfinger tatsächlich drauf. Wobei der wahrscheinlich eigentlich eher dafür gedacht ist, den jetzt so auf dem Daumen oder sowas zu tragen. Aber nee, das wird bei mir sehr, sehr eng. Das ist jetzt auch nicht... Nee, Zeigefinger wird bei mir auch, wie man sieht, sehr, sehr eng. Also das ist wirklich eher ein Ring, den ich persönlich dann auf dem Ringfinger tragen würde. Und das sieht ja auch wirklich schön aus. Das gefällt mir richtig gut. Die Nummer 16 ist ganz schön klein und hier drin haben wir doch bestimmt den zweiten Perlenohrring, oder? Nein! Jetzt kommen die Ohrringe im Doppelpack und das sind diese hier. Die ähnlichen hatten wir ja eben auch schon. Das sind silberfarbene Ohrringe und in diesen Glitzersteinchen ist es halt einfach, ja, durchsichtig, ne? Die Nummer 17 haben wir hier. Hier haben wir jetzt unseren zweiten Perlenohrring, der vorher in der 4, glaube ich, drin war oder 5. Genau. Scharf, oder?
Da wartet man doch etwas länger drauf. Aber wie gesagt, ich habe ja hier nur ein Ohrloch, von daher wäre mir das Pelle gewesen. Die Leute, die zwei Ohrlöcher da haben oder so, denen wäre das nicht ganz so Pelle gewesen, glaube ich. So, die Nummer 18 ist hier. Und hier haben wir auch schon wieder, die finde ich ja hübsch, ne, diese Stecker. Das ist so mit Blau drinnen. Das sind silberfarbene Ohrstecker mit Blauglitzer in diesen Glitzerviechern. Was nicht fokussiert werden möchte. Hallo? Ist wahrscheinlich zu klein einfach, ne? Sieht man jetzt nicht ganz so gut, glaube ich. Die Nummer 19 scheint wieder eine Kette zu sein, denn es rappelt im Karton. Oh ja, das ist eine schöne schlichte Kette, eine goldene Kette. Das ist einfach so eine Gliederkette. Eine nette Kette. Ja, kann man machen, ne? Ist okay, ja. Würde jetzt vielleicht noch ein Anhänger fehlen, aber der kommt wahrscheinlich gleich noch. Dann haben wir nun den 20er Bereich und das ist hier die Nummer 20, die den Anfang dazu macht. Sehr klein. Oh, okay. Das ist ein Ohrring und zwar ein vergoldeter wahrscheinlich. Sieht auch wieder schön aus. Der, wenn der jetzt Silber gewesen wäre, hätte er zu der Silberkette gepasst. Mit diesem Sternchenanhänger. Ist er aber nicht, ist Gold. Mix and Match, okay. Aber das hätte irgendwie ein bisschen besser gepasst, finde ich. Die Nummer 21 ist ganz schön groß. Hi. Ah, okay, ja, da ist der zweite Ohrring dazu mit bei. Also das finde ich jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, ne? So ein Riesenkläppchen und dann so ein kleiner Ohrring mit dabei. Okay. Jetzt gehen wir zu der letzten Schnapszahl, die Nummer 22. Hier haben wir auch wieder einen großen verstellbaren Ring. Oder eben ein offener Ring, wie auch immer man das sagen möchte. Ich glaube, wirklich größenverstellbar sind die nicht, es sei denn, du drückst die mit sehr, sehr viel Kraft zusammen. Der hat so zwei Glitzersteinchen drauf und auch das wäre wahrscheinlich ein Ring, der mir gerade so auf den, auf den Ringfinger passt. Aber wie gesagt, ich habe halt wirklich sehr, 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 sehr große Hände. Ich habe wirklich keine kleinen Finger. Ich habe fast größere Hände als mein Freund, ne? Also das ist jetzt kein Blödsinn hier, was ich erzähle. Ich weiß es gar nicht. Ich hatte das mal irgendwann nachgemessen, welche Ringgröße ich zum Beispiel habe, als ich den Kiso-Schmuck-Adventskalender ausgepackt habe. Ich habe wirklich große, große Hände, Leute, ne? Also lasst euch davon nicht täuschen, aber ne? Nur mal so als Info für euch, falls euch das überhaupt interessiert. So, jetzt kommen wir zum Tag vor Heiligabend, zu der Nummer 23. Und hier haben wir wieder diese Glitzerohrringe drin und die sind in hellblau. Jo, hübsch. Kann man wahrscheinlich im 30er-Pack für einen Apfel und einen Ei bei Six kaufen, aber sind hier halt so mit drin. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den Wert ausrechnen soll, aber ich gucke mal, was ich so für Online-Preise finde. Ne? Mal schauen. So, jetzt habe ich hier die Nummer 24, Heiligabend, Leute. Keine Kette? Nein? Oh. Ach ja, stimmt. Ah, das ist jetzt aber blöd, Leute. Was habt ihr euch dabei gedacht, ne? Ja, hier haben wir noch einen zweiten Ohrring drin. Stimmt, den hatten wir ja verloren. Da hätte ich doch in die 24 eine Kette reingemacht. Das ist doch doof, ne? Das ist meiner Meinung nach echt doof gepackt. Liebe Anna und liebe Alina, genau, ihr habt ja den Adventskalender gepackt. Habt ihr nicht so gut gemacht, ne? Also, ich meine jetzt von der Auswahl her, doch, aber jetzt, dass die in der 24 ein Ohrring drin ist, der eben schon irgendwo fehlte, finde ich irgendwie blöd. Jetzt sortiere ich mal eben kurz wieder die Kästchen rein. Das war nun der Adventskalender in der Sonderedition. Ja, also, keine Ahnung, für ein junges Mädchen wäre es vielleicht so, dass sie sich darüber freuen würde, aber irgendwie auch nicht. Nee. Vor allem, ich mag das ja nicht, wenn du halt wirklich einen Ohrstecker drin hast und dann tagelang warten musst, bis du den zweiten drin hast und dann hast du einen in der 24, Entschuldigung. Aber das finde ich sehr, 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 sehr blöd aufgeteilt. Ich meine, das hat auch die gleiche Größe. Da hätte man eben die Kette hier nehmen können, diese silberne oder die goldene. Meinetwegen auch einen Ring, wobei die Ringe sind ein bisschen kleiner. Und dann in die 24 packen können. Einfach so für diesen Gefühlsmoment, Leute. Ansonsten finde ich, dass es doch sehr, sehr zusammengewürfelt war. Da hat sich keiner groß Gedanken darüber gemacht, wo was in welches Kläppchen reinkommt. Meine Meinung. Ich finde, dass die
Produkte an sich sehr schlicht sind und auch sehr tragbar, bis auf das eine oder andere, ist es wirklich super schlicht. Ne? Das heißt, auch als Erwachsene kann man den sehr gut tragen. Sprich, ich, Erwachsen, kann sowas sehr gut auch in meinem Alltag tragen. Ich kann den Adventskalender gut weiterverwenden, aber ich finde, dass es echt irgendwie sehr lieblos alles rüberkommt. Schreibt gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt drüber, wie ihr das empfindet. Und das war er nun, ne? Der 6-Sondereditions-Schmuck-Adventskalender. Ich weiß nicht, welchen Namen ich dem Adventskalender geben soll. Keine Ahnung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!